Hallo und herzlich willkommen auf dem Kanal Mathepool. Heute kommen wir zur Aufgabe 4 der ETH Zürich Aufnahmeprüfung aus dem Jahr 2010. Gegeben ist die Funktion f von x gleich 2 mal x² plus 16x dividiert durch x² minus 8x plus 16. Da haben wir drei Aufgaben. A. Bestimmen Sie den Definitionsbereich d der Funktion f von x und ihre Nullstellen. Beweisen Sie, dass x gleich 4 die Symmetrieachse des Graphen von f von x ist. B. In welchen Punkten schneiden sich der Graph von f von x und ihre horizontale Asymptote? C. Bestimmen Sie die Länge der Seiten des Rechtecks mit kleinstem Umfang, das eine Seite auf der horizontalen Asymptote und zwei Ecken auf dem Funktionsgraphen hat. So, das sind die Aufgaben. Wir werden das jetzt aufteilen, und zwar in einem ersten Video werde ich Aufgabe A und B bearbeiten und im nächsten Video werde ich die Aufgabe C lösen. Gut, kommen wir also zu A und B. So, hier kommen wir jetzt zur Aufgabe A, also Definitionsbereich, Nullstellen und Symmetrieachse. Soll man hier zeigen. Also Definitionsbereich, das ist, also wo ist diese Funktion überall definiert? Das heißt, wir müssen mal die Nullstellen rausnehmen, wo die Funktion natürlich dann nicht definiert wäre. Also wir fragen uns, wann wird dieser Ausdruck hier im Nenner 0? Also x² minus 8x plus 16 gleich 0. Da haben wir unsere übliche Lösung für quadratische Gleichungen. Und da sehen wir, wir haben eine Doppelnullstelle. Das wird ja 0. Bei 4, x gleich 4. Und somit haben wir Definitionsbereich R, die reellen Zahlen ohne die Ziffer 4. Gut, kommen wir zu den Nullstellen. Da setzen wir die Funktion f von x gleich 0. Somit können wir mal das weglassen und betrachten nur noch 2x² minus 16x gleich 0. Da können wir natürlich x rausheben. Und somit ist x1 eben 0, muss eine Nullstelle sein. Und hier sehen wir, für x gleich 8 wird dieser Ausdruck 0. Also haben wir die zweite Nullstelle bei x2 gleich 8. Und da sie eine Nullstelle ist, ist natürlich f von x1 und f von x2 eben 0. Und somit können wir schreiben, Nullstelle n1 ist bei 0, 0. Und Nullstelle n2 haben wir bei 8 und y wert natürlich 0. Gut, Symmetrieachse bei x gleich 4, wie prüft man das? Um zu zeigen, dass die Symmetrieachse bei x gleich 4 verläuft, müssen wir zeigen, dass die Funktion von 4 minus x gleich der Funktion von 4 plus x ist. Es ist ja symmetrisch um 4. Also muss der, wenn wir x abziehen bzw. x dazuzählen in der Funktion, den gleichen Wert ergeben. So, also hier haben wir unsere Funktion und jetzt setzen wir mal 4 minus x ein und sehen, was da rauskommt. Das können wir, haben wir hier gemacht. Hier sehe ich gerade, das muss 2 sein, Quadrat. Okay, das kann man, wenn wir das ausmultiplizieren und zusammenziehen,
kommen wir auf diesen Ausdruck und somit letztendlich auf 2x² minus 32 dividiert durch x². Das ist mal für die Funktion f von 4 minus x. Und jetzt, wenn wir die Funktion berechnen, sollten wir auf den gleichen Ausdruck kommen. Das haben wir hier gemacht und auch wieder eingesetzt. Die Funktion ausmultipliziert, zusammengezogen, gekürzt und tatsächlich, wir kommen auf 2x² minus 32 durch x². Und daraus folgt eben die Behauptung. Gut, das war Aufgabe A. Jetzt kommen wir zur Aufgabe. Hier kommen wir jetzt zu Aufgabe B. Und die Frage, mit der wir hier konfrontiert werden, ist eher eine kleine Fangfrage. Also in welchen Punkten schneiden sich der Graph von f von x und ihre horizontale Asymptote? Ja, da gibt es natürlich keinen Schnittpunkt. Ja, und jetzt werden wir zeigen auch rechnerisch, dass da keine Schnittpunkte vorhanden sind. Wie geht man da vor? Wir haben unsere Funktion f von x und jetzt dividieren wir durch jenes x mit der höchsten Potenz, also im Zähler und im Nenner. Also mal 1 durch x², das kann ich jetzt hier, habe ich es hier angedeutet. Da kommen wir auf diesen Ausdruck. Und jetzt sehen wir uns das den Limes von x gegen unendlich an, beziehungsweise den Limes von x gegen minus unendlich. Da sehen wir, dass jeweils diese Ausdrücke verschwinden. Das geht natürlich gegen 0. Übrig bleibt 2 dividiert durch 1, sowohl bei x gegen unendlich und x gegen minus unendlich. So. Das haben wir schon gesagt, eine Asymptote kann natürlich keinen Schnittpunkt mit der entsprechenden Funktion aufweisen. Wenn dem so wäre, dann müsste ja gelten, dass die Funktion f von x, wenn wir das jetzt gleichsetzen mit der Asymptote, y, also f von x gleich 2, dann würde daraus folgen, dass wenn wir das ausmultiplizieren, 2x² minus 16x gleich 2x² minus 16x plus 32 ist. Und wenn man da kürzt, erhalten wir 0 gleich 32. Und das ist natürlich ein Widerspruch. Es existieren also keine Schnittpunkte. Gut, das war jetzt Aufgabe B. Ja, ich hoffe, euch haben diese beiden Aufgaben gefallen. Ich freue mich über eure Kommentare und natürlich, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid, da lösen wir dann Aufgabe C. Bis dann, adieu.